Oh mein Gott, Figurin und die Baller, die machen ja alles zusammen. Oh mein Gott, Alter. Oh, was ein geisteskranker Ball, Alter. Was alles Vergangenheit. Was geht ab, Leute? Holz hier am Start, natürlich mal wieder mit einem neuen Video. Und heute reagieren wir, wie ihr es wahrscheinlich auch schon unschwer am Titel erkennen konntet, auf die Sprachfehler kickt in. Wenn die Vorbereitung besser ist als das Tor, also ich meine jetzt nicht die Spielvorbereitung, sondern der Assist halt, ne? Wenn der Pass oder was auch immer da kommen wird, die Flanke geiler ist als das eigentliche Tor und du den nur noch einnicken musst oder einschieben musst, ja? Schieben, ja. Wir haben alle gelacht. Warum muss ich so viel husten? Das ist kein gutes Zeichen. Aber Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir ein paar mehr Assists... Assists? Junge, was ist das für ein Wort? Ein paar mehr... Das deutsche Wort Vorlagen hat mir gefehlt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir ein paar mehr Vorlagen hätten bei Turo 3. Weil das würde ja auch bedeuten, dass wir mehr Tore hätten. Ich habe da mal einen Blick auf die Tabelle geworfen. Ich blende es mal kurz hier ein. Also ich finde, unser Torverhältnis von 5 zu 59 Toren kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich meine, eine Mannschaft hat auch 15 Tore in der Liga geschossen. Das heißt, wir sind zwar die schlechteste Mannschaft von den Toren her, aber eine Mannschaft ist genauso scheiße wie wir. Nur, dass die halt nicht 59 Tore kassiert haben, sondern nur 19. Aber das ist jetzt, ob da jetzt eine 5 oder eine 1 steht, das ist im Prinzip egal. Also minus 44 Tore, das kann man machen. Ich sag mal so, wäre die Liga weitergegangen, ne, wäre die Liga weitergegangen, die wurde ja jetzt sozusagen abgebrochen. Ich glaube, wir wären noch Meister geworden. Also ich hätte inshallah dran geglaubt und wir hätten dann einfach jedes Spiel gewonnen. Weil jetzt waren wir so langsam eingespielt. Das habt ihr auch in den letzten Spielen. Egal, ich will jetzt gar nicht so viel über Turo 3 reden. Das zieht mich nur runter, weil wir hier gerade nicht weiterspielen können. Wir reagieren jetzt auf das Video und ja, schauen wir mal rein, wie geil die Vorlage dann wirklich sind, ne? When the assist is better than the goal. Okay, Messi schießt. Ja, das meine ich, Leute, ne? Haben wir eben schon drüber gesprochen. Nur einnicken. Da musste ja Suarez nichts mehr machen, außer den Schädel dahin halten. Messi hat ja schon die ganze Vorarbeit gemacht. Schon wieder Messi? Kein Abseits. Oh mein Gott, der war ja... Digga, was ist denn mit der Verteidigung los? Die ist ja gar nicht mitgelaufen. Frankie de Jong. Boah, mit Außenriss da noch. Macht er den? Oh mein Gott, Sturridge hat mal getroffen. Das sieht man auch sehr selten. Ah ne, das war ja Sterling, der nie trifft. Ah, die haben fast denselben Namen. Oh mein Gott, aber was war das für ein... Also, Mbappé hat ja meistens nicht so krasse Tore. Der schiebt ja echt immer nur ein. Aber diese Vorlage von Di Maria, die war echt geisteskrank. Ja, aber auch gut gemacht von Lewandowski, dass er da noch am Tormann, wollte ich schon sagen, Tor vorbeigeht. Ja, das kenne ich auch. Jetzt Icardi haut den rein, ne? Ja, aber Icardi, Junge, der hat den auch geisteskrank geschossen. Ja, da ist Sterling. Sterling, Sturridge, alles dasselbe. Boah, geile Hacke. War der drin? Das sieht so aus, als ob der drüber geschossen hat. Ne, er hat den genau reingehauen, Alter, wild. Oh mein Gott, Higuain und Dybala, die machen ja alles zusammen. Oh mein Gott, Alter, zwei Leute, einmal ganze Verteidigung hab's genommen, was ist das denn? Das war richtig heftig. Oh mein Gott, was ist das? Martial? Ja, Junge. Da kriegst du halt ein Tor fürs wirklich fast nichts tun. Ne? Du stehst da einfach richtig. Der Kollege Schnürschuh sieht dich und du hältst halt einfach nur deinen Fuß hin. Manche verkacken es dann trotzdem noch, den einzuschieben, klar. Aber die Vorarbeit war ja geisteskrank. Oh, schön angenommen. Also, da war das Tor aber auch sehr, sehr geil. Den musst du auch erstmal so aus der Luft runterholen und dann auch noch so schön reinschießen, ne? Boah, was ein geisteskranker Ball, Alter. Junge. Heftig. Kevin De Bruyne. Boah, aber auch schön Laufweg da gemacht. Ich weiß nicht, wer es war.
War es wieder Sterling? Ja, tatsächlich. Der trifft ja doch. Doch. Aber was ist alles Vergangenheit? Oho, was? Was? Junge, damit hat ja gar keiner gerechnet, dass der Ball dahin geht. Wie hat der den denn geschossen? Ja. Ja. Ja, okay. Die Vorlage, also wirklich, die war echt geisteskrank. IQ-Play des Grauens, Junge, Alter. Das, wie Mesut den da noch geholt hat, wirklich geisteskrank. Eine schöne Hacke da. Casemiro, auch offiziell der hässlichste Spieler. Okay, komm. Wollen wir den nicht so haten, ne? Kann ja auch nichts für sein Gesicht. Ja, Junge, was. Normal war der heftig, Alter. Erster eine Finte und dann auch einfach noch Rabona Flanke, Junge. War der durch? Hab ich jetzt gar nicht gesehen, ob der durch war. Doch, der war sogar durch, oder? Ja, Junge, wenn die da immer wieder mit ihrem Taschenrechner filmen, Alter, kannst du ja nichts erkennen, ey. Schreibt mal in die Kommentare, haben eure Taschenrechner in der Schule eigentlich schon Fotofunktion? Das würde mich mal interessieren. Gibt's doch safe schon. Also zu meinen Zeiten, wo ich im Abitur war, ja, ich habe Abitur, das war 2000, wann war das denn? 2012, 2013, irgendwie sowas. Da gab's schon Taschenrechner, Junge, die konnten, ey, die konnten gefühlt dein Müsli zubereiten, so. Komplett wild. Aber jetzt schreibt in die Kommentare, wir konzentrieren uns jetzt wieder. Ja, schöne Vorlage. Schöne Volley-Vorlage und Volley-Abnahme. Also das sieht man auch selten. Das wird wahrscheinlich auch unsere nächste Challenge bei Turo sein. Nimm uns ein Video mal vor, nur Volley-Tore. Damit wir dann gar keine Tore mehr schießen. Lukaku? Lukaku? Ich wusste gar nicht, dass der so schießen kann, Alter. Heftig. Das war eine sehr, sehr geile Vorlage. Ja, von Quaresma weiß ich, dass er so einen Außenriss hat. Junge, das, also, was ist das denn, Alter? So eine perfekte Außenrissflanke und dann auch noch ein richtig geiler Kopfball. Oh, den sieht ja gar keiner. Den hat ja gar keiner gesehen. Digga, der tankt sich einfach durch. Digga. Digga, er macht ja alles alleine. Er macht ja alles alleine. Oh mein Gott. Und der Pass kommt noch an, ey. Der sah erst ein bisschen verkackt aus, der Pass. Ich dachte so, ey, wenn du jetzt einen dreckigen Pass raushaust. Dembele. Wie alt war da Dembele? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Der sieht richtig jung da aus. So, und wieder beim Frauenfußball. Aber, warte mal. Die hat da einen Salto-Einwurf gemacht, ne? Krank, Alter. Das sieht man ja nicht mal bei den Männern. Aber müssen wir doch mal auf Frauenfußball reagieren, ja? Boah, Junge! Was? Warum geht denn keiner da an den Ball? Der Torwart hätte rauskommen können, der Verteidiger hätte reingrätschen können, da hätte ja gar keiner was gemacht. Oh, richtig schön mit Gefühl da. Ja, den kennen wir auch, Wayne Rooney. Kassieren da einen Konter. Der grätscht den Ball ab und schlägt dann eine gottesfürchtige Flanke und einfach direkt Tor. Digga, was? Das war wirklich geisteskrank. Salat? Ja, Firmino hat das schön gemacht, muss man sagen. Und Salat, schön ins lange Eck, kann man nicht meckern. Da hat man schon gedacht, der macht er selber. Aber dann kam Neymar noch. Ah, die zaubern natürlich auch viel zusammen. Ne? Die finde ich passen auch wie Faust aufs Auge zusammen bei PSG. Wenn jetzt noch Messi kommt, eieiei. Meint ihr, Messi wechselt? Wenn ja, wohin? Wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, Messi eh schon gewechselt, aber egal. Alfonso Davies. Boah, dass da Lewandowski aber auch noch rankommt, ne? Der macht halt auch echt aus jeder Situation momentan ein Tor. Bei dem läuft halt wirklich geisteskrank.
Habe ich jetzt nicht richtig mitbekommen, egal. Was hat der? Hat denn ein Baby im Bauch oder was? Oh, was ist das denn für ein Pass, Junge? Oh! Boah, geil gemacht. Geil gemacht. Erstmal dachte man, er läuft über außen. Dann richtig schöner Lupfer. Junge, Bengalo da schon wieder auf dem Platz, aber juckt die nicht. Mbappé haut den einfach rein. Aber ich schwöre, Mbappés Tore sehen fast immer so aus, ne? Einfach flach unten in irgendeine Ecke. Aber scheint ja zu funktionieren. So würde ich es auch machen. Ui! Das ist zu schwer für ein Torwart, das ist zu kurze Distanz. Einfach Torwartvorlage. Einfach Torwartvorlage, Junge. Geisteskrank. Ja, das wollen wir jetzt nicht sehen hier in Salat. Schon wieder Torwartvorlage. Wer ist das? Ah, Griezmann. Junge, Griezmann sieht aus wie Jay Alvarez. Ohne Witz, Alter. Ui. Geisteskranker Ball auch. Schön gemacht. Ja, und das war's dann auch. Da waren einige heftige Vorlagen dabei, aber ich muss auch sagen, da waren auch viele schöne Tore dabei. Zum Beispiel, als Neymar die Flanke, wieso sage ich Flanke? Den Freistoß? Freistoß ist auch falsch. Das war eine Ecke. Die Ecke auf Icardi geschossen hat und der dann noch so ein Seinfeld hier rausgehauen hat. Das war auch ziemlich wild. Also manchmal waren auch echt geisteskranke Abschlüsse dabei. Ist natürlich geil, wenn beides passt. Ist einfach schön fürs Auge, Leute. Deswegen macht ihr am besten gar kein Auge. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein und let's go. Ciao.